Ja, wir haben hier schon viel Glanz auf der Bühne gesehen. Hier standen glorreiche Sänger, wirklich wunderbare Instrumentalisten, Solisten, wirklich fantastische Musiker. Aber es gibt auch wirklich das direkte Gegenteil. Es gibt auch Tubisten. Ja, die Tuba spielt in gänzlich anderen Bereichen der Musik. Sie spielt wirklich in den Niederungen, also ganz unten, quasi in Bereichen, von denen ein feiner Herr Trompeter gar nicht weiß, dass es sie gibt. Quasi in Tonkatakomben, in Klangkellern müssen sie agieren, werden dort geknechtet und führen wirklich ein schimpfliches Dasein. Sie sind quasi, es sind halbblinde Tonwichte, sie sind die Bergmänner der Musik, der Fußabtreter des Orchesters. Ja. Und das Instrument Tuba, und wenn ich Instrument sage, ich glaube, da beginnt schon das Missverständnis. Die Tuba hat ja ein erschreckend negatives Aufwand-Ertragsverhältnis, also ein ganz schlechter Koeffizient. Es sind wirklich Meter gebogenen Bleches, endlose Läufe. Es ist auch ein immenser körperlicher Aufwand für die Musiker, also für die Athleten. Ne, sie müssen Luft hier in der Bronchitis sammeln, und es sind vibrierende Lippen. Es ist ein immenser Einsatz, aber das Ergebnis ist niederschmetternd. Es ist ein klägliches Mölb, es ist ein Mammutfurz, es ist Vergeblichkeit. Aber wir wollen natürlich das Ganze zum Positiven wenden, denn heute und hier beim Echo 2013 im Bereich Klassik wird Sühne und Genugtuung widerfahren. Denn also, es gibt viel wieder gut zu machen. Viele, gerade für die Kinder, die kleinen Tubistenkinder, die wurden mit Hohn und Spott, als sie ihr Instrument, diesen Moloch, durch die Gegend getragen haben, sie wurden gehänselt. Ne, für die vielen Liter Luft, die sie da durch die Ventile pusteten. Für die Eimer von Spucke, die das Parkett verätzt haben. Ja. All dafür wird heute Genugtuung und Sühne geleistet. Denn einer hat es geschafft. Einer hat dieses Instrument aus der Finsternis hervorgeholt, aus dem Schatten, ins Reich der Musik. Er ist heute hier. Es ist kein geringerer als Andreas Martin Hofmeier. Er ist der beste Virtuose weltweit auf allen Instrumenten. Und er erhält den Klassikbereich. Also, er hat gewonnen. So.